Ein Zuschauer hat in einer Nachricht gefragt, was es mit einer dissoziativen Störung eigentlich auf sich hat und bittet darum, dass ich dazu mal ein Video mache. Eine dissoziative Störung ist eine psychische Erkrankung, bei der eine Person ihre Identität, Erinnerung oder Sinneswahrnehmung teilweise oder vollständig abspaltet. Dies kann dazu führen, dass die betroffene Person eine getrennte Realität wahrnimmt oder so etwas wie außerkörperliche Erfahrungen macht. Dissoziative Störungen können verschiedene Formen annehmen wie beispielsweise als dissoziative Identitätsstörung, diese war früher auch als multiple Persönlichkeitsstörung bekannt, oder auch als dissoziative Amnesie, aber auch als dissoziative Füg oder dissoziative Depersonalisation. Die dissoziative Identitätsstörung ist eine sehr komplexe psychische Störung. Bei Betroffenen treten verschiedene Identitäten oder Persönlichkeitszustände auf, die abwechselnd auch die Kontrolle über das Bewusstsein übernehmen. Jede Identität hat dabei ihre eigenen Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und auch Verhaltensweisen. Der Übergang zwischen diesen Identitäten kann plötzlich und unvorhersehbar sein, was im Alltag natürlich große Schwierigkeiten mitbringen kann. Menschen mit einer solchen dissoziativen Identitätsstörung erleben oft Gedächtnislücken für bestimmte Zeiträume oder auch Ereignisse, die von einer anderen Identität erlebt wurden. Die Ursachen sind noch gar nicht genau bekannt, aber es wird angenommen, dass frühe traumatische Erfahrungen eine Rolle spielen. Die dissoziative Amnesie ist eine Form, bei der eine Person Gedächtnislücken für bestimmte Erinnerungen oder Ereignisse aufweist. Diese Gedächtnislücken können verschiedene Ausmaße haben, von vergessenen Einzelereignissen bis hin zu ganzen Abschnitten der Lebensgeschichte. Eine dissoziative Füg ist eine seltene Form dieser dissoziativen Störung. Hierbei erlebt der Betroffene plötzlich einen temporären Verlust der eigenen Identität, der Erinnerungen und vor allen Dingen auch des Wissens über die eigene Vergangenheit. Dies kann dazu führen, dass die Person ihr gewohntes Umfeld verlässt und neue Orte aufsucht, ohne dass sie sich später dann daran erinnern kann. Während einer dissoziativen Fühl kann eine Person eine neue Identität oder einen neuen Namen annehmen und möglicherweise sogar ein komplett neues Leben aufbauen. Sie kann sich in einer anderen Stadt oder sogar in einem anderen Land wiederfinden und dort völlig unabhängig von ihren vorherigen sozialen Bindungen leben. Die Dauer einer solchen dissoziativen Füg kann von wenigen Stunden bis hin zu Wochen oder sogar Monaten reichen. Die Ursachen für eine solche dissoziative Füg sind oft traumatische Ereignisse, aber auch übermäßiger Stress oder Belastung. Die dissoziative Depersonalisation ist eine Form der dissoziativen Störung, bei der eine Person das Gefühl hat, von sich selbst oder ihrem Körper getrennt zu sein. Es geht um das Empfinden von Entfremdung und einer veränderten Wahrnehmung der eigenen Person. Die Betroffenen können das Gefühl haben, außerhalb ihres Körpers zu schweben oder ihre Gedanken und Emotionen als von einer anderen Person stammend wahrzunehmen. Die dissoziative Depersonalisation kann sehr beängstigend sein und vor allen Dingen zu einer erheblichen Einschränkung des Alltagslebens führen. Die genauen Ursachen für diese Störung sind nicht vollständig verstanden. Es wird aber auch hier angenommen, dass Traumata, chronischer Stress, oder auch andere psychische Belastungen eine Rolle spielen können. Die Behandlung von dissoziativen Störungen basiert dabei insgesamt in der Regel auf verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen. Sehr oft werden Traumatherapie, auch Stabilisierungstechniken, die Integration der Persönlichkeit und auch Medikamente eingesetzt. Eine Traumatherapie zielt darauf ab, die zugrunde liegenden traumatischen Erfahrungen anzugehen. Diese Therapieform kann verschiedene Ansätzen folgen, wie zum Beispiel der kognitiven Verhaltenstherapie oder auch dem IMDR, dem Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Der Fokus liegt letztlich darauf, Belastende Erinnerungen zu verarbeiten und die damit verbundenen Symptome zu reduzieren. Stabilisierungstechniken konzentrieren sich darauf, die Betroffenen dabei zu unterstützen, mit diesen akuten dissoziativen Episoden umzugehen und emotionale Stabilität zu erreichen. Dazu gehören Methoden wie Achtsamkeitsübungen, Entspannungstechniken und auch Skills-Training, um Stressbewältigungsfähigkeiten zu entwickeln. Die Integration der Persönlichkeit spielt insbesondere bei der dissoziativen Identitätsstörung eine wichtige Rolle und zielt darauf ab, die verschiedenen Persönlichkeitszustände zu integrieren, um eine Einheit der Identität zu erreichen. Dies wird durch die Arbeit an der Kommunikation zwischen den verschiedenen Identitäten, der Bewältigung traumatischer Erinnerungen und auch der Förderung der sogenannten Koexistenz und des Austauschs innerhalb dieser Persönlichkeitsstruktur erreicht. In einigen Fällen können bestimmte Medikamente zur Unterstützung der Behandlung von dissoziativen Störungen eingesetzt werden. Diese können insbesondere begleitende Symptome wie Depressionen, Angstzustände oder Schlafprobleme lindern. Die Verwendung der Medikamente sollte natürlich immer in Absprache mit dem psychiatrischen Facharzt erfolgen. Wenn du also befürchtest, an einer dissoziativen Störung zu leiden, dann wende dich am besten zuerst an deinen Hausarzt, denn dieser kann entscheiden, ob eine weitere Ursache auf der organischen Ebene gefunden werden könnte oder ob er dich direkt an einen Facharzt zur Psychiatrie verweist. Auch ein Psychologe kann natürlich bei einer ersten Einschätzung helfen.